Willkommen zu unserem Talk. Wir reden heute über Postgender. Kein Problem. Ja, wir reden heute über Postgender. Ich bin Katrin Rönnecke, das ist jetzt. Wir sind nur sehr postidentitär unterwegs. Ich bin in Wirklichkeit jetzt und das ist nicht Katrin Rönnecke, sondern Lavinia Steiner. Im Internet jetzt oder Lavinia ST, steht auch auf der Folie. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen zusammen einen Talk, haben es aber nie wirklich geschafft, uns irgendwie zusammen hinzusetzen. So sind es jetzt quasi zwei Talks in einem. Wir wissen ungefähr, was wir jeweils gemacht haben, also auch gegenseitig, aber das wird jetzt so ein bisschen Überraschung sein, ob das Ganze auch so zusammenpasst, wie wir uns das gedacht haben. Also falls da irgendwie dann auf einmal so ein kompletter Sprung drin ist, wenn wir versuchen, das dann in den Fragen noch irgendwie zu kitten, dann könnt ihr irgendwie Fragen stellen. Aber wir hoffen, dass es irgendwie gut zusammenpasst. Schließlich sind wir beide in dem Thema ja eigentlich ganz gut drin. Ja, wir haben uns furchtbar aufgeregt über Postgender und wollten dazu was sagen. Wir fangen an mit dem ersten Teil. Genau, Lavinia kann sich dabei... Wir sollen es auf die andere Seite stellen. Ah, das wird schwierig mit den Folien bedienen, aber so stehen wir einfach nur im Bild. Wir haben diese Performance leider nicht einstudiert. So, ich glaube, ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Wenn es jemanden stört, dann versuche ich aus dem Bild zu gehen, wenn ich die Folie gewechselt habe. Ja, Postgender im Diskurs fordert. Also ich versuche erstmal irgendwie diesen Postgender-Begriff irgendwo in diesem queer-feministischen Gender-Diskurs irgendwie festzumachen, den da irgendwie zu verorten. Ich habe versucht, den da irgendwie einzugrenzen. Ich versuche das alles in 17 Minuten zu erklären und werde dazu auch ein bisschen ausholen. Ich fange am besten mal an mit dem Universum. Das Universum ist nämlich unfassbar komplex. Das ist riesengroß, da gibt es einen Haufen Dinge, die miteinander in Bezug stehen. Und das ist wichtig, dass wir das Universum verstehen, um es nutzen zu können. Also wir versuchen uns das Universum, das eigentlich so unfassbar ist, wir versuchen es fassbar zu machen. Wir entwickeln Modelle, wir betreiben Forschung und das ist hier die Voyager 1-Sonde. Die ist eine wunderschöne Analogie für etwas, was ich sagen will. Und zwar ist es so, dass diese Voyager 1-Sonde mit unglaublicher Geschwindigkeit dabei ist, unser Sonnensystem zu verlassen oder mittlerweile hat sie es schon verlassen. Irgendwann haben die Forscher festgestellt, diese Voyager 1-Sonde, die fliegt mit einer Geschwindigkeit, die nicht exakt dem entspricht, was die Forscher vorhergesagt haben. Und dann haben sie gerätselt, woran liegt das und haben irgendwie die kompletten physikalischen Gesetze, die dahinter stehen, irgendwie analysiert und haben festgestellt, es ist eigentlich die Wärmeabstrahlung von der Antenne, die Richtung Erde wirkt, wodurch diese Sonde ein bisschen schneller fliegt, als die Forscher prophezeit haben. Und es sagt uns eigentlich auch, je mehr wir verstehen, desto genauer werden unsere Modelle. Das heißt, irgendwie mit einem möglichst einfachen Modell kann ich schon ziemlich viel abdecken, aber je mehr ich diese Welt eigentlich fassbar machen will, je mehr ich irgendwie davon verstehen will, desto komplexere Modelle ist. Und je zutreffender unser Weltbild ist, desto besser kommen wir in dieser Welt zurecht. Ja, und daraus folgt, es ist notwendig zu verstehen, um zu handeln. Genau, dann gehen wir uns mal einen Schritt weiter und gehen zur Gesellschaft. Die ist nämlich auch ziemlich komplex. In dieser Gesellschaft gibt es einen Haufen Dinge, die miteinander irgendwie in Bezug stehen. Und den wesentlichen Aspekt, den wir uns heute dabei ansehen wollen, sind in dieser Gesellschaft die Herrschaftsverhältnisse. Und grundsätzlich müssen wir uns die Frage stellen, Herrschaftsverhältnisse, yay oder nay? Also das ist eine grundsätzliche politische Entscheidung, die wir für uns haben wollen. Wollen wir eigentlich irgendwie diese Herrschaftsverhältnisse akzeptieren und irgendwie damit umgehen? Wollen wir irgendwie damit einen Umgang finden? Wollen wir das quasi als was Positives werten, dass es Herrschaft gibt? Oder wollen wir das eigentlich ablehnen? Ich für meinen Teil lehne das ab. Das ist, hat die einfache Bewandtnis, dass Herrschaftsverhältnisse, wenn sie da sind, geben sie ganz, ganz viel vor. Wenn keine Herrschaftsverhältnisse da sind, geben sie einem nichts vor und man kann in diesem viel weiter gesteckten Rahmen eine viel diversere Gesellschaft abbilden. Man kann irgendwie seine eigenen Ideen, seine eigenen Überzeugungen da in so einer herrschaftsfreien Gesellschaft leben. Man kann halt auch auf Basis einer herrschaftsfreien Gesellschaft sich in ein Herrschaftsverhältnis begeben, aber das in dem Zusammenhang selbstbestimmt tun. Ja, diese Herrschaft, die ist auch ziemlich komplex. Ich versuche mal irgendwie so Macht, Herrschaft, Privilegien, das sind so Begriffe, die in diesem Diskurs einfach fallen, mal ganz kurz zu erklären, das ist nicht super akkurat. Ich fange einfach mal an mit der Macht. Und zwar, also Macht, wo ursprünglich gibt es eine Machtdefinition und ich sehe gerade, ich habe vergessen, mir das Zitat zu notieren, also kann ich es euch gar nicht vorlesen. Max Weber hat es irgendwie mal zitiert. Ich habe Macht für mich so ein bisschen eingegrenzt, das ist quasi der Zugriff auf Wissen, Fähigkeit, Ressourcen und die Fähigkeit aufgrund dessen zur Beeinflussung von anderen.
Und Macht erstmal so als Begriff ist jetzt nicht erstmal positiv oder negativ. Also ich kann meine Macht, also meine Befähigung, mein Zugang zu Ressourcen, kann ich auf eine konstruktive oder eine destruktive Art und Weise nutzen. Da kommen wir zum zweiten Begriff, die Herrschaft. Also Herrschaft ist im Prinzip akkumulierte Macht, verinnerliche Macht, strukturierte Macht, also Macht, die quasi festgefahren ist, die per se schon mal vorhanden ist in einer Struktur und die destruktiv genutzt wird, also wo zum eigenen Vorteil, zum Nachteil von anderen Leuten irgendwie gehandelt wird. Die Herrschaft, die schafft Normen, also die ergeben sich einfach in der Herrschaft, die sind dann irgendwann da und innerhalb dieser Normen kommt es zu den sogenannten Privilegien. Also ein Privileg ist, wenn man zum Beispiel der Norm entspricht, von der Herrschaft, die einfach vorhanden ist, profitiert, ohne dass einem das vielleicht bewusst ist, weil es einfach so ein immanente Matrix ist, die uns umgibt, in der wir uns verhalten, in der wir irgendwie leben, in der wir unterwegs sind und uns das eigentlich gar nicht auffällt, wie privilegiert wir sind, also welche Profite, welche Vorteile wir eigentlich aus dieser Macht oder aus diesen Herrschaftsstrukturen ziehen. Also Privilegien sind auch nicht willentlich ergreifbar. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie ich möchte privilegiert sein und deswegen begebe ich mich jetzt in Richtung der Norm, das kann ich einfach nicht so machen, sondern das wird einem quasi zwangsweise zuteil und man kann es auch nicht irgendwie einfach annehmen oder ablegen, sondern das ist einfach quasi eine alldurchdringende Vorhandensein von Privileg. Puh. Genau. Ich muss auch nochmal versuchen, diesen Postgender-Begriff irgendwie zu verorten. Da gibt es im Prinzip zwei Diskursfelder, die ich ansprechen will, also eine grobe Einteilung von zwei Sachen, über die da geredet wird, was irgendwie auch häufig durcheinander geworfen wird, was insbesondere auch in der Anwendung dieses Postgender-Begriffs innerhalb der Piratenpartei durcheinander geworfen wird, wo eigentlich viele Leute gar nicht wissen, was sie damit eigentlich meinen oder zum Ausdruck bringen wollen. Das sind irgendwie diese zwei Sachen, die Geschlechtsidentitäten und die Geschlechterverhältnisse. Das sind jetzt keine zwei Sachen, die gegeneinander stehen oder so, sondern die stehen in Bezug zueinander. Die wirken aber auf unterschiedliche Art und Weise. Das eine, da geht es um die Konstruktion oder Dekonstruktion von Geschlecht. Und das andere, da geht es darum, irgendwie, wie wirken die Herrschaftsstrukturen innerhalb dieser Geschlechterverhältnisse. Ja, die Geschlechtsidentitäten, da geht es um das eine. Wir haben üblicherweise so ein Bild von Geschlecht, das sieht ungefähr so aus. Das ist das, was wir uns vorstellen, wie Geschlecht oder was normativ sich Leute vorstellen, wie Geschlecht eigentlich ist. Faktisch ist es eigentlich eher so, es gibt ein privilegiertes Geschlecht und es gibt ein minder privilegiertes Geschlecht. Also Männer gelten als normal, Frauen gelten eher als defizitär oder einfach nicht privilegiert. Es gibt irgendwie Modelle, die ein bisschen diverser sind, also so ein eindimensionales Modell, das auch völlig vereinfacht ist, wo einfach Geschlechtseigenschaften irgendwie zugeschrieben werden, also wo ich sage, diese Eigenschaft, da gilt diese Ausprägung irgendwie als mehr männlich, als mehr weiblich und das verteile ich so auf die ganzen Eigenschaften der Menschen und da bekomme ich quasi so in so einer eindimensionalen Ebene bekomme ich dann einfach so zwei leichte Anhäufungen, die wir halt irgendwie als männlich oder als weiblich verorten. Aber eigentlich ist es irgendwie viel komplexer. Eigentlich setzt sich Geschlecht aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Merkmalen oder unterschiedlichen. Das ist so eine Matrix, die einfach n-dimensional ist, wo halt viele, viele Merkmale mit reinspielen, wo es auch irgendwie so Verklumpungen gibt in dieser Matrix, wo halt Merkmale häufiger aufeinandertreffen, wo es irgendwie aber auch ungewöhnliche Kombinationen gibt, aber es ist alles weder binär noch irgendwie schwarz-weiß. Dann kurz in das andere, die Geschlechterverhältnisse. Wir haben uns ja angeguckt, das sieht ungefähr so aus, wie das gesellschaftlich normative Verständnis von Geschlechterverhältnissen sind. Und auf so einer Achse von wie abstrakt ist das Ganze, stehen wir hier an dem weißen Punkt. Also wir haben momentan eine männlich normierte Zweigeschlechtlichkeit. Je mehr wir das Ganze abstrahieren und je mehr wir da into account nehmen, also je mehr Sachen wieder einbeziehen in unser Verständnis von Geschlechterverhältnissen, desto weiter kommen wir irgendwie nach rechts. Also irgendwann, denke ich mal, gehen wir Richtung Geschlechtergerechtigkeit. Intersektionalität bedeutet, dass wir dann auch andere Herrschaftsmechanismen irgendwie, die ja damit verknüpft sind und die da reinwirken, quasi in unsere Analyse einbeziehen. Und das geht bestimmt noch weiter. So, das mal kurz als Grundlage, wo ich eigentlich diesen Postgender-Begriff suche. Ja, Postgender, was ist das eigentlich? Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mich durch Piraten-Wikis und Blogs und alles Mögliche geklickt und das war die Definition, die ich von Postgender gefunden habe.
ein Tumbleweed. Es gibt im Kontext dieser Piratenpartei nicht Postgender bedeutet das und das, es ist so und so, sondern alle möglichen Leute verwenden diesen Begriff auf unterschiedliche Arten und Weisen. Man kann so ein bisschen reininterpretieren, was sie damit meinen. Es gibt eine Definition von Postgender oder es gibt diesen Begriff, der irgendwo im Diskurs verwendet wird. Also ich habe geschrieben, Vorsicht, es gibt im Wesentlichen zwei unterschiedliche Kontexte, in denen der Begriff Anwendung findet. Das eine ist tatsächlich, es gibt den Diskursbegriff Postgender, der irgendwie im Transhumanismus, in der Queer Theory angesiedelt ist, wo es im Prinzip darum geht, wo sich das Geschlecht einer Zuschreibung entzieht und dadurch aufgelöst wird. Problem ist natürlich irgendwie ja, aber wenn wir kein Geschlecht mehr haben, dann greift auch wieder die männliche Norm. Also das kann man auch kritisch bewerten, aber es ist zumindest mal, es spielt sich in einem Bezugsrahmen innerhalb eines Diskurses statt. Und ja, die zweite Anwendungsmöglichkeit, die habe ich gerade gesagt, das ist das Buzzword, das innerhalb dieses Piratenpartei-Kontextes benutzt wird. Und wie ich feststellen musste, wird es meistens benutzt, um die Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen zu umgehen. Ja, das ist dann dieses sogenannte, wir sind Postgender. Das sagt man dann einfach, um halt irgendwie gerade irgendwie eine konkrete Kritik an tatsächlichen Herrschaftsmechanismen oder tatsächlichen Geschlechterverhältnissen einfach abzubügeln und zu sagen, ja, das betrifft uns eigentlich gar nicht. Ja, wie wirkt das Ganze eigentlich? Ich habe ja vorhin diese Achse gezeigt. Je mehr Abstraktion wir haben und Postgender ist irgendwie noch weniger Abstraktion als die männlich dominierte Zweigeschlechtlichkeit, das ist nämlich eine Nullgeschlechtlichkeit, also wir verstehen die Geschlechterverhältnisse noch weniger, wenn wir uns auf dieses Postgender-Buzzword reduzieren. Und was die Geschlechtsidentitäten angeht, ja, haben wir gar keine mehr, wenn wir Postgender sind. Ja, und die wesentliche Erkenntnis für mich daraus ist, es ist notwendig, die Verhältnisse zu verstehen, um sie zu verändern. Und die zweite Erkenntnis daraus ist, dass Geschlechterverhältnisse wirken, auch wenn sie ausgeblendet werden. Ja, es war ein bisschen kurzfristig, dass wir unsere Folien in eine Folie zusammen vermengt haben. Genau. Jetzt gebe ich weiter an Lavinia, die euch ein bisschen was zu konkreten Dingen sagen will. Zu konkreteren Dingen. Also ich muss ganz kurz sagen, ich habe meinen Stick zu Hause vergessen. Das heißt, ich muss jetzt auf die Schnelle nochmal die Folien, die mir im Kopf waren, zusammenbekommen und beziehungsweise nochmal verändern, die ich ursprünglich hatte. Und ich möchte euch eigentlich so ein bisschen, auch weil doch viele Mitglieder aus der Partei da sind, ein bisschen einen Spiegel vorhalten und wollte einfach mal nur mit ein paar Zahlen hier in den Raum werfen. Das eine ist unter anderem der Frauenanteil des LAFO Berlins. Ich hätte gerne ein Kuchendiagramm gemacht, es gab aber keine Daten dazu. Das nächste wird jetzt NRW, 20 Abgeordnete, davon 3 Frauen, 17 Männer. Ist das, was ihr unter Postgender versteht? Ich weiß, es ist nicht einfach, es wird auch nicht sozusagen einen Weg geben, der dafür sorgt, dass dort eine größere Ausgeglichenheit zustande kommt. Aber ich sehe auch momentan wenig Grundlagen in der Partei, die sagen, wir fangen jetzt an mit gewissen Programmen, da ein gerechteres Verhältnis darzustellen. Und zum einen würde ich auch gerne ein bisschen mehr mit euch in die Diskussion kommen, was stellt ihr euch darüber vor und würde vielleicht auch ein bisschen daraus erzählen, was mir passiert ist. Ich war mehrere Jahre in einem Kommunalparlament als Abgeordnete oder als Stadträtin und habe dort auch ziemlich viel erlebt und habe das in einer anderen Partei alles mitgemacht, aber ich würde ein bisschen mehr mit euch in die Diskussion kommen wollen. So, schon fertig. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch mal quasi okay. mein Lieblingsbild als Folie dabei, vielleicht als kleine Anstimmung darauf zu diskutieren jetzt. Okay, dann. Ja, wir sind ein bisschen durchgeheizt, aber das ist auch nicht so schlimm. Anatol und Antje oder Antje und Anatol haben auch schon irgendwie ganz, ganz viel erzählt zu dem Thema. Also da brauchen wir gar nicht mehr in so der großen Tiefe drauf einsteigen. Ja. Gibt es hier ein Saalmikro? Gibt es hier Saalmikro-Lieblinge? Haben wir auch eine Saalwette? Du hast gerade gefragt, ob das Postgender ist, wenn im Berliner Abgeordnetenhaus weniger Frauen sind als Männer.
Berliner war jetzt da nicht. Oder, aber, oder überhaupt im Abgeordnetenhaus. Und nee, da würde ich sagen... Nee, die Frage ist das, was ihr unter Postgender versteht. Ist das das? Ist das das? Ja. Genau. Ist das das? Sprich, ist das Postgender? Und ich würde sagen, wenn man den Postgender-Gedanken weiterführt, dass man sagt, wir lösen quasi diese Geschlechter auf im Endeffekt, dann ist es durchaus genau das. Nämlich, wir achten nicht darauf, sind da jetzt mehr Männer, sind da mehr Frauen, sind da mehr wer auch immer, sondern einfach darauf achtet, was eben bei rumkommt, was politisch da gemacht wird und nicht auf die Geschlechter guckt. Also wenn man das Postgender als jetzt einen Soll hat, dann denke ich, wäre es da erfüllt sozusagen an Zahlen. Die Frage ist halt, ob das so sinnvoll ist, nicht auf die Geschlechter zu gucken, weil ganz viel, was wir in der Gesellschaft verändern wollen, bezieht sich ja auch auf Geschlecht. Also ich würde auch gerne mal in den Raum fragen, weil ich ja eben danach gesucht habe. Gibt es irgendeinen Menschen hier, der mir diesen Postgender-Begriff hier in diesem Diskurs in der Piratenpartei verwendet wird, definieren möchte? Soll ich nochmal die Tumbleweed-Folie anmachen? Ja. Fragen? Ja, ich glaube, Lina? Nee. Achso, ja, nur zur Definition, weil ich... muss zugeben, dass ich glaube, dafür, dass dieser Begriff so bekannt wurde, schon ein Stück weit mitschuldig bin, weil ich sehr frühzeitig schon gesagt habe, was für ein Schwachsinn das ist. Ich glaube, wo der ursprünglich herkam bei den Piraten, mein Verdacht ist, es gab eine Frau, die sehr, sehr vernünftig über Feminismus gesprochen hat und dabei auch Postfeminismus erwähnt hat. Und aus Postfeminismus hat sich dann relativ verflachend der Begriff Postgender gegeben, weil Gender natürlich dieses ganz böse Wort war, wo dann alle ganz wütend gleich immer wurden. Und das ist dieses Schöne, dass man sagen kann, wir sind so feministisch, dass wir brauchen den ganzen Kram schon gar nicht mehr. Wir sind da nämlich schon drüber hinaus. Und das ist dieses, dass man sich eben so schön... gar nicht mehr selbstkritisch reflektieren muss, aber auch nicht sagen lassen muss, du diskriminierst, weil ich, also so habe ich den immer verstanden. Und leider hat das mit dem, was, wenn man nochmal in der Wikipedia guckt, was zum Beispiel im Artikel über Postfeminismus steht, schon gar nicht mehr so viel damit zu tun. Und für mich war das immer eine quasi Vereinfachung eines Prinzips, was vom Postfeminismus herkommt. So habe ich es verstanden, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen böse, aber vielleicht habe ich damit ja auch jemanden jetzt provoziert, doch noch eine andere Definition zu bringen. Also zumindest so schön, diese Spoken History mal irgendwo jetzt dokumentiert zu haben. Also es klingt für mich total plausibel. Und es macht halt auf mich auch einfach den Eindruck, dass dieser Begriff einfach benutzt wurde, um quasi so eine Auseinandersetzung die Grundlage zu entziehen, beziehungsweise um quasi zu rechtfertigen, dass man sich mit etwas nicht auseinandersetzen müsste, weil man von sich selbst irgendwie das Bild hat. Man wäre schon total gerecht und es wäre schon ein total herrschaftsloses Verhältnis hergestellt. Ja. Wir haben für euch alle Zeit. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es aber wirklich als so langfristige Utopie vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, da von einer Gesellschaft zu träumen, in der es keinen Unterschied mehr macht, mit welchem Chromosomensatz ich geboren worden bin, als was ich erzogen worden bin, zu was ich in einer Gesellschaft gemacht worden bin, weil es einfach keine Unterschiede gibt, die gemacht werden. Aber ich glaube, dass es aktuell vollkommen fehl am Platze ist, sich als Postgender zu bezeichnen, selbst wenn es eventuell innerhalb der Partei angeblich nicht der Fall ist, dass Unterschiede gemacht werden, was ich auch anders miterlebe, ist es, glaube ich, aber tatsächlich, selbst sollte es irgendwann dazu kommen, dass es der Fall trotzdem, dass wir dann auch keinerlei Fraktionen haben, wo wir ein 1:5 Verhältnis haben, oder 1:14 oder wie auch immer, sondern dass es dann tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass es eben keinen Unterschied macht, auch wirklich eher ausgeglichen ist. Also dann ist es ja tatsächlich egal, das Verhältnis, weil da sind wir noch lange nicht. Ich würde diese Utopie von, wir haben dann keine Geschlechter
oder keine Geschlechterverhältnisse mehr oder es gibt da noch in irgendeiner Form Geschlechter, aber sie haben eigentlich nichts mehr zu bedeuten, die würde ich doch sehr stark hinterfragen, weil irgendwie ist es durchaus wichtig, weil es ist eine totale Verkollektivierung, so einerseits zu sagen, das ist unsere Utopie, die soll für alle gelten, nee, das mag ich überhaupt nicht, dass quasi irgendwie eine kollektive Struktur mir sagt, irgendwie wie meine eigene Geschlechtsidentität zu sein hat oder wie wichtig mir meine eigene Geschlechtsidentität ist. Und ich glaube auch, dass eine individuelle Ausprägung von Menschen ist, welches Geschlecht sie haben oder welchen Geschlechterrollen sie entsprechen wollen und welchen nicht. Und das wird immer eine Rolle spielen, denke ich so. Und das, ich glaube, es ist sinnvoll, eine Utopie zu entwerfen, die einen Umgang damit findet, der daraus keine Herrschaftsverhältnisse produziert, anstatt irgendwie zu versuchen, die Symptome des Herrschaftsverhältnisses dadurch irgendwie abzuschaffen, dass man dieses Unterscheidungskriterium verwässert. Darf ich dann? Ja. Okay. Ich habe mich da vor geraumer Zeit auch mal mit, weiß nicht, ob du den kennst, Matthias Mergel unterhalten, da geschrieben über, wie nannte er das, Diskriminierung in der postindividualistischen Gesellschaft. Was er damit sagen, klingt wahnsinnig kompliziert, was er damit sagen will, ist halt ganz einfach, dass wir über einzelne Individuen in einer exponierten Position, die aber eigentlich diskriminierten Gruppen angehören, irgendwie die Illusion vermittelt bekommen, dass all diese Diskriminierungsprobleme bereits gelöst werden. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben einen homosexuellen Außenminister, die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine Person of Color als Präsidenten, all diese Dinge. Und genau diese einzelnen Individuen, die es halt irgendwie trotz aller Diskriminierung in entsprechende exponierte Positionen geschafft haben, vermitteln der Gesellschaft den Eindruck und wiegen sie da in dieser Ruhe, oh ja, super, endlich gibt es keine Diskriminierung mehr um uns rum. Und genau dieser Illusion sind, glaube ich, einfach auch viele Piraten aufgesessen. So, hey, ich diskriminiere nicht und ich kenne um mich rum eine Menge Leute, die auch nicht diskriminieren, also ist das Problem Diskriminierung für uns nicht existent. Und genau an der Stelle ist, glaube ich, auch wirklich einzusetzen. Also speziell jetzt in Piratenkreisen. Ich würde schauen, dass wir irgendwo ein bisschen in der Reihenfolge auch bleiben. Wir würden dann zwischendurch auch noch was. Ja? Also, ich will nochmal darauf hinweisen, wenn man so tut, als ob etwas abgeschafft sei, was aber nicht abgeschafft ist. Ich möchte zwei Beispiele dafür geben, warum diese Post-Gender-Idee die beste Demonstration dafür war, dass das so nicht geht. Das erste sind die nicht nur die Fraktionen, sondern zum Beispiel unser Berliner Landesvorstand, der aus ganz tollen Menschen besteht, die aber alle Männer sind. Das ist genau das, was passiert, wenn man denkt, dass man das Problem schon gelöst hat. Also die Listen, ja, die Listen für die Niedersachsenwahl, alle diese Listen kann man sich alle angucken und sagen, das ist genau das Ergebnis von der Idee, dass man das Problem schon gelöst hat. Was nicht heißt, dass es eine einfache Lösung dafür gäbe. Das zweite ist, ich möchte nochmal zwei Buchtipps geben. Das eine ist von Ursula Le Guin, eine der besten feministischen Science-Fiction-Autorinnen, würde ich sagen, die es überhaupt gibt. Das heißt, die linke Hand der Finsternis, glaube ich, oder die linke Hand der Dunkelheit. Und darin versucht sie, eine geschlechtslose Gesellschaft zu beschreiben, die ein einziges Geschlecht hat, das sich immer nur ausdifferenziert, und zwar in beliebige Richtungen, aufs Individuum bezogen, zur Reproduktion. Und das andere ist von Carolyn Ives Gilman, das heißt Halfway Human, das gibt es glaube ich nicht auf Deutsch, da versucht sie eine Gesellschaft zu beschreiben, die drei Geschlechter hat, also Männer und Frauen und neutrale Wesen. Das verlinken wir dann in den Shownotes. Ja, und beide Autorinnen, obwohl das extrem intelligente, nachdenkliche, also ganz, ganz tolle Denkerinnen sind, versagen jämmerlich bei der Darstellung eines dritten Geschlechts beziehungsweise einer geschlechtslosen Gesellschaft. Die Figuren in Die linke Hand der Dunkelheit, die werden eindeutig als Männer wahrgenommen, allesamt. Das hat Ursula Le Guin auch selber in Interviews später gesagt. Das hat sie einfach nicht geschafft. Sie hat es nicht geschafft, sich davon zu lösen, von dieser Norm des Männlichen, die so stark ist, dass selbst wenn man ein Buch darüber schreibt, dass man sich das nicht, dass man das nicht ablehnen kann. Bei Halfway Human, dieses dritte neutrale Geschlecht, das wird so eindeutig als zusätzliches weibliches Geschlecht gelesen. Das ist fast lächerlich, wenn man merkt, wie schwer man sich davon lösen kann. Ja,
Ja, das, die war besser, muss ich sagen. Also ja, das ist mir da leichter gefallen, mir vorzustellen, dass das irgendwas dazwischen ist. Aber es geht nicht. Wir können nicht so tun, als ob wir nicht alle so sozialisiert sind, dass wir diese Unterscheidungen so stark verinnerlicht haben, dass wenn wir so tun, als ob sie abgeschafft ist, fallen wir genau in die Stereotype, die angeblich überwunden sind. Ist es ja auch so, dass das weibliche Geschlecht immer das Othering stattfindet, also das weibliche ist das andere und ein drittes Geschlecht ist dann das andere andere, also das zweite andere und das ist, glaube ich, die wesentliche Problematik. Hallo. Also ich, mein Name ist Zeitrafferin und ich würde erstmal gern wissen, ob ihr vielleicht gerne die in euer Parteiprogramm aufnehmen möchtet, dass Männer auch Kinder kriegen können oder wenn zumindest, dass sie das Recht bekommen, Kinder zu bekommen. Ja, da guckt eine ganz böse oder einer. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt auch biologische Unterschiede, die eben zu ganz großen Problemen führen und wo auch Diskriminierungen sind, die ausgeglichen werden müssen, weil es eben diese biologischen Unterschiede eben auch wieder zu ganz starken Zuschreibungen führen. Und diese biologischen Unterschiede können wir zwar abmildern mit Kinderkrippen, aber diese biologischen Unterschiede haben meiner Meinung nach auch total starke soziale Folgen dann wieder, dass Frauen, also guckt euch mal an, wie viele Männer Elternzeit nehmen und wie viele Frauen Elternzeit nehmen und ihr könnt jetzt natürlich sagen, nein, keine Frau ist gezwungen, Kinder zu bekommen und keine Frau ist gezwungen, das zu machen und Männer können das doch auch alle machen, aber wenn ihr euch dann anschaut, wie es dann in der Praxis stattfindet und wie zum Beispiel Frauen auch auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie dann eben so alt sind, so Mitte 30 oder Anfang 30, wie man dann zum Beispiel eine Stelle schlechter kriegen könnte, weil man ja auch ein Kind kriegen könnte und so weiter und so fort. Also es gibt auch ganz viele versteckte Diskriminierungen, die vielen von euch vielleicht gar nicht klar sind, abgesehen von der Lächerlichkeit, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, um einfach mal ein bisschen Unfreundlichkeit auf mich zu ziehen, wie ich es ja sonst niemals mache. Überhaupt der Lächerlichkeit, guckt euch doch alle mal an und guckt euch mal an, wie sich Frauen hier hermachen und wie sich Männer hermachen. Und ich wüsste einfach gerne, wer glaubt dass von euch, dass er wirklich Postgender ist. Hat keiner gesagt. Aber Alice, ihr wisst vielleicht auch, dass Alice Schwarzer ähnliche Forderungen hat, ne? Dass sie auch sozusagen dieselben Postgender-Forderungen hat wie ihr. Die sind aber es wird auch immer als Ausrede hingestellt. Da wird immer gesagt, ihr sagt jetzt, wir haben dazu noch keine Forderung, aber das wird auch immer geredet. Da wird auch immer gesagt, weswegen habt ihr denn keine Quote? Ja, weil ihr sagt, ihr braucht sie nicht, ihr seht das eher so auf Diskriminierung bezogen und ihr sagt, ihr seht es auf multiple Diskriminierung bezogen und Geschlecht ist nur eins von vielen. Also bitte, also Postgender ist doch total stark mit den Piraten verbunden und wenn ihr jetzt sagt, das wird euch von den Medien zugeschrieben, dann finde ich das aber ein bisschen verlogen. Einer der Gründe, warum wir hier stehen, ist eigentlich, um daran auch was zu ändern, ne? Aber wir wollten jetzt sozusagen nicht mit Beispielen kommen und sagen, so habt ihr es zu machen. Wir wollten das eigentlich von euch heraus mitgestalten. Darf ich kurz? Nein, es ist einfach, also Ich stimme, also ich bin gerade Teil des gerade mehrfach genannten LAFOs in Berlin, der irgendwie nur aus Männern besteht, was ich ein Riesenproblem finde, also was ich unglaublich schwierig finde und echt schwierig sehe. Ich kann Zeitraffern gerade irgendwie nicht so richtig zustimmen, also irgendwie fand ich das alles nicht so richtig konsistent. Und ich würde ganz gerne, also ich habe mir selber zumindest die sehr starke Frage gestellt oder stelle sie mir die ganze Zeit, so, warum haben wir gerade in diesem LAFO eigentlich nur Männer und ich kann es nicht wirklich beantworten. Also ich fand den Vortrag vorhin von Antje total großartig, wo sie meinte, das ist halt dieses gesamte System, das irgendwie von Männern gedacht, da sind sehr viele Männer drin. Ich meine, wir hatten bei uns, also an der die Kandidaten, die sich für den LAFO aufgestellt haben, da waren insgesamt 4 Frauen bei. Eine davon hat nur für den Vorsitz kandidiert, eine nur für den, aufs Schatzmeisteramt.
und eine als Spontankandidatin, also irgendwie als Spontankandidatin bei der Beisitzerwahl, weil sie meinte, so, es müsse irgendwie noch Frauen drin geben, was ich auch gut fand, dass sie das getan hat. Aber es ist halt so ein bisschen wie, es gab schon sehr wenig Frauen, die sich überhaupt haben aufstellen lassen. Und da so ein bisschen die Frage, wie kann man das verändern? Das heißt, es gibt irgendwie immer wieder so die Forderung nach einer Quote, die ich irgendwie auch sehr gut nachvollziehen kann und auch gut diskutierbar finde. Ob die Lösung ist, weiß ich nicht. Ich finde es gerade bei den Grünen, die ja irgendwie die Quote haben, also die das irgendwie sehr gut durchziehen, und das funktioniert in weiten Teilen irgendwie ganz gut. Andererseits ist so ein bisschen das, also was die Grünen gerade an der Urwahl machen, ist so, da gibt es jetzt irgendwie auch 15 Leute und darunter sind irgendwie 3 Frauen und alle 3 Frauen sitzen im Bundestag, wo ich sage, okay, da ist irgendwie das Problem auch. Und da ist so ein bisschen die Frage jetzt hier einfach mal so in die Runde, gibt es da irgendeine Lösung für, also gibt es irgendeinen Lösungsansatz, wo man sagt, okay, in diese oder jene Richtung müsste man so Kandidaten, wie auch immer, Systeme verschieben, dass es möglicherweise auch mehr Kandidatinnen gäbe, oder ist es das Listensystem oder das Aufstellensystem als solches, wo Frauen einfach viel seltener dran teilnehmen, leider? Kann man da, oder gibt es da irgendeine Idee von Antwort drauf? Also ich habe keine und ich suche sie und fände es super, wenn es irgendwie jemanden gäbe, der was dazu hätte. Ich komme aus Berlin, da scheint Gedankenübertragung stattzufinden, weil ich wollte genau das Gleiche fragen. Eigentlich geht das schon in die richtige Richtung. So, wie kriegt man die Leute motiviert, dass sie sich aufstellen, beziehungsweise die Frauen, die weniger da sind, wobei ich schon sagen würde, es wurde jetzt immer wieder auch mit irgendwelchen Listen, auch der Niedersachsenliste, da hatte ich auf Twitter auch schon eine Diskussion, warum da so wenig Frauen drauf sind und so weiter. Ich finde, wir sollten nicht unbedingt nur darauf achten, wie viel Geschlecht ist jetzt von einem Anteil oder vom anderen auf den Listen vertreten, sondern wenn es darum geht, Gleichberechtigung zu schaffen, sollten wir gucken, haben beide Geschlechter oder alle Geschlechter, also am besten einfach alle Menschen, die gleiche Möglichkeit, auf diese Liste zu kommen, und nicht sind gleich viele drauf. Denn das führt, wie du auch schon angesprochen hattest, dann immer dazu, dass man dann weiter gucken muss, und warum sind denn so wenig Brillenträger da drauf, um das jetzt mal ein bisschen witzig darzustellen. Doch im Endeffekt schon. Und jein, ich will das gerne noch, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich genau sagen wollte, aber dann mach erst mal. Also, Ich sage immer gerne, das ist ein wunderbarer Spruch, weil er ist so wunderschön ambiguos. Wir müssen die Verhältnisse ändern, um die Verhältnisse zu ändern. Das bedeutet, wir müssen die Verhältnisse von Frauen zu Männern ändern, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Aber wir müssen auch die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, um keine Quote mehr zu benötigen, also um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu haben. So. Und das ist so ein bisschen ein... Das ist so ein bisschen die Frage nach dem Ursprung und wo der richtige Ansatz ist. Natürlich müssen wir die gesellschaftlichen Zustände ändern. Wir müssen, ich meine, diese Parteienpolitik, diese repräsentative Demokratie, das hat Antje heute Morgen schon wunderbar gesagt, ist halt einfach ein Teil männlicher Geschichte. Und die Frage ist nicht, ob wir eigentlich was anderes brauchen, ob wir einfach eigentlich eine Gesellschaft brauchen, die nach komplett anderen Prinzipien funktioniert, dieses Rumdoktern an dieser Gesellschaft, die eigentlich irgendwie aus sich so einer männlichen Perspektive daraus entwickelt hat, nicht generell der falsche Weg ist. Das ist halt die große Frage. Also erstmal, Parteien wurden von Männern, das System, das Konstrukt Partei wurde von Männern erfunden und entwickelt und aufgebaut. Antje hat das vorhin sehr schön anhand von dem Verein erklärt. Da kommt man natürlich dann immer in die Gefahr, wieder zu generalisieren, was Männer mögen, Frauen mögen. Ich kenne verdammt viele Frauen, die einfach sagen, ich habe keine Lust, mich da ganz vorne an vorderste Front zu stellen, dauernd irgendwie einen Shitstorm abzukriegen und so weiter. Ich finde das auch legitim, da keine Lust drauf zu haben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und eine Partei erfordert einfach, dass man sich erfordert Rampensäue. Und es geht aber nicht, dass nur die Rampensäue vorne sind oder entscheiden können. Und deswegen, und es ist nun mal so, dass es offensichtlich mehr männliche Rampensäue als weibliche gibt. Keine Ahnung, ob das jetzt reproduzierend ist oder was auch immer. Aber es ist so, wenn man sieht, da haben so wenige Frauen überhaupt nur kandidiert, dann stimmt da was nicht. Wer da dran schuld ist oder was, ist eigentlich völlig egal. Das Problem ist, in dem Moment, wo die Repräsentanten alle von einer
homogenen Gruppe sind, entsteht, selbst wenn die Frauen, wenn das völlig in Ordnung wäre, dass die Frauen halt einfach keine Lust hatten zu kandidieren, und selbst dann entsteht nämlich auch eine homogene Politik. Die können bestimmte Dinge einfach gar nicht wissen, gar nicht sehen. Ich habe das mal verglichen mit was ganz anderem, was mit Gender gar nichts zu tun hat, nämlich mit in England fahren die Leute auf der anderen Straßenseite. Wurde mir immer gesagt, bevor ich nach England kam, und pass auf, wenn du über die Straße gehst, als ich zum ersten Mal fast überfahren worden wäre, wusste ich dann, was damit gemeint war. Aber das konnte ich noch abstrahieren, was das bedeutet. Wo die Idee, auf die ich niemals gekommen wäre, wenn ich nicht mal auch in England gewesen wäre, ist, dass auch die Rolltreppen andersrum fahren. Ich bin dauernd falsch rum auf die Rolltreppe draufgelaufen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass es Phänomene gibt, dass es inhärente Systeme gibt, die ich kann da gar nicht drüber nachdenken, weil ich gar nicht auf die Idee komme, drüber nachzudenken, wenn ich nicht damit direkt konfrontiert werde, dass ich jetzt zum fünften Mal falsch rum auf die Rolltreppe draufgelaufen bin und dann erst merke, ach, es gibt überhaupt ein System, was dahinter steht. Es war mir gar nicht bewusst, dass es in Deutschland da eine Sortierung gibt. Aber offensichtlich gibt es sie. Und in dem Moment, wo ich eine komplett heterogene Masse habe, die die Entscheidungen trifft, die aber einfach gar nicht wissen können, dass bei Frauen die Rolltreppen vielleicht andersrum laufen oder dass überhaupt dann hintergründiges System gibt, können die auch nicht Politik für Frauen machen. Und dann ist es ein Problem, egal ob das jetzt in Ordnung ist, dass die Frauen nicht kandidieren wollten oder dass es, ob die Männer die Frauen davon abgehalten haben oder sonst was. Und an der Stelle muss ich sagen, so sehr ich auch die Quote bei den Grünen kritisiere, bei den Grünen ist es so, wenn Männer auf die Liste wollen, dann müssen sie Frauen dazu bewegen, eben auch zu kandidieren, damit sie auf die Liste kommen. Und das, so viel man auch über Quoten diskutieren kann, das führt dazu, dass Männer sich auch dafür interessieren, dass Frauen auf diese Liste kommen. Ich habe jetzt noch hier vorne. Ja, ich will nur eine Sache, die mir wichtig ist, weil ich das immer wieder höre. Wenn man über die Unterrepräsentation oder fast Unsichtbarkeit von Frauen redet, in Gremien, auf Listen oder sonst wo. Und wenn dann als Gegenargument kommt, ja, aber was ist, dann müssten wir ja alles repräsentativ machen, ja, Brillenträger und was weiß ich, und blonde und braunhaarige. Frauen sind nicht irgendeine beliebige, sozusagen zufällig definierte Minderheit. Frauen sind erstens die Mehrheit in der Gesellschaft, ja, statistisch. Und zweitens ist es weder selbst gewählt noch in irgendeiner Form in der eigenen Entscheidung aus dieser Kategorie auszuscheren. Ja? Selbst als jemand mit Migrationshintergrund kann ich mich für eine totale Assimilation entscheiden. Und das gelingt vielen Leuten. Als Frau kann ich es nicht. Ich kann mich nicht an die Männerwelt total assimilieren. Ha? Als Rollstuhlfahrer auch nicht. Was? Als Schwarzer auch nicht. Als Schwarzer ist es, glaube ich, sehr schwer. Die Frage ist, ob Schwarze eine Kategorie sind, auf der gleichen Ebene wie Frauen. Ich würde sagen, zwei Antworten sind wichtig, wenn dieses Argument kommt, ja, aber dann müssten wir alle gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren. Erstens ist die Antwort, ja, das stimmt, müsste man auch. Natürlich ist die Frauenquote nicht das Ende, natürlich ist die gleiche Repräsentation von Frauen nicht das Ende aller Bemühungen. Natürlich müssen andere gesellschaftliche Gruppen, die unterrepräsentiert sind, ebenfalls in repräsentative Funktionen kommen, vor allen Dingen, weil die unter den Wählern überrepräsentiert sind. Die zweite Antwort ist, man kann nicht einfach irgendwelche beliebigen Gruppen nehmen und so tun, als ob die alle gleich sind. Es gibt Gruppen, da ist das legitimer, und es gibt Gruppen, da ist es weniger oder sagen wir mal dringlicher und weniger dringlich. Die Gruppen sind alle völlig unterschiedlich und können nicht miteinander verglichen werden. Aber das zu nehmen, um 250 oder 300 Jahre Kampf für Gleichberechtigung von Frauen zu negieren, zu ignorieren, rückgängig zu machen, zu sagen, ist doch alles egal, das geht einfach nicht. Das ist Derailing, das ist kein ernst gemeintes Argument, das ist einfach nur eine weitere Strategie, um sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil es klar ist, dass keine völlige Repräsentation, die wird niemals hergestellt sein. Wenn das die Vorbedingung für die Beteiligung von Frauen ist, dann hat diese Partei keine Zukunft. Das ist ganz einfach, schlicht und ergreifend. Jetzt habe ich, das ist insgesamt ein dreistufiges Mikro. Entschuldigung. Das
Thema Quote. Wir müssen uns ja die Frage stellen, wenn wir eine Quote einführen würden, was sollte diese Quote bewirken? Und im Zweifelsfalle, klar, sie soll erstmal den Anteil von Frauen in allen möglichen Gremien und Fraktionen und sonst wie erhöhen. Nur warum? Also warum soll sie das überhaupt? Weil man annimmt, dass mit mehr Frauen in diesen Entscheidungspositionen sich auch der Diskurs ändert, beziehungsweise eher frauenfreundlicher wird. Der Witz ist, das hat die Quote bisher in Deutschland jedenfalls nicht bewirkt. Wenn wir heute die Quote abschaffen würden in allen Bereichen, dann hätten wir danach wieder denselben männerdominierten Haufen wie vorher. Da hat sich einfach nichts verändert. Die Frauen, die in diese Führungsposition oder in diese Entscheidungsposition durch die Quote gehoben werden, die müssen den Diskurs aktiv beeinflussen, die müssen ihn verändern. Und nur dann kommen wir, keine Ahnung, irgendwann auch mal ohne Quote zu einer gendergerechten Gesellschaft. Direkt jetzt dazu, oder weil dahinten hatte sich auch jemand gemeldet. Keine Ahnung, sag E-Mail, wo ich es hingeben soll. Direkt hinter dich und dann, genau, aber jetzt würde ich erstmal ganz hinten kurz und dann. Zweites Argument für die Frauenquote könnte ja sein, damit uns mehr Frauen wählen. Wenn Frauen bei uns stärker vertreten sind, dann wählen uns mehr Frauen. Aber das scheint ja offensichtlich auch nicht so ganz zu stimmen, weil es gab ja kürzlich diese Wähleranalyse, nach der die Piratenparteiwähler zu einem überraschend hohen Anteil weiblich sind. Ich glaube sogar mehr als SPD oder so. Du und dann hier. Hallo. Okay, was wollte ich sagen? Ach so. Ja, du hast ja gemeint, die Quote würde irgendwie das nicht richtig erfüllen, aber ich glaube, eins, was die Quote relativ gut machen könnte, zumindest theoretisch, ist, also wenn es so einen Anteil von Frauen von so ungefähr ein Drittel gibt, dann wird das oft schon so wahrgenommen, als sei es irgendwie so ausgeglichen. Also ich weiß nicht, ob ihr nachgezählt habt, aber wir haben hier ungefähr einen Anteil von ein Drittel von Frauen. Brillenträger sind übrigens ungefähr 50%, wen es interessiert. Also ich glaube, dass zumindest da eine Quote recht gut ist, so irgendwie ein Gefühl dafür zu schaffen, ja, wir haben hier ein ausgeglichenes Verhältnis und nicht irgendwie, wenn Frauen eigentlich unterrepräsentiert sind, schon irgendwie das Gefühl entsteht, oh ja, das ist eigentlich, gibt es hier kein Problem, hier sind ja so viele Frauen. Ich meine, ein Drittel Frauen ist ja ganz okay. Ich werfe mal noch eine provokante Frage in den Raum. Ist die Quote dann ein Anreiz dafür, dass Frauen vielleicht dann das machen, was sie machen wollen, oder ist sie das dann nicht? Ich will eine Sache, die ist eine Antwort auf das und deinen Kommentar. Ein Problem, was wir aus den Köpfen, glaube ich, auch rauskriegen müssen, ist, dass wir keine Frauenquote brauchen, um Frauen in die Politik zu kriegen, die dann Frauenpolitik machen. Das sind nicht die Frauen, die die Diskurskultur ändern müssen, das sind die Männer, damit die Frauen endlich aufhören können, für Sachen zu kämpfen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten und sich mit Inhalten beschäftigen können. Es ist einfach nicht anzunehmen, dass alle Wirtschaftsexperten in der Piratenpartei Männer sind, dass alle Innenpolitikexperten Männer sind, dass alle Urheberrechtsexperten Männer sind. Das kann nicht sein. Das ist einfach statistisch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die Frauen, die da was zu sagen haben, die müssen die Zeit und den Raum haben, sich darauf zu konzentrieren und nicht darauf, Gleichberechtigung zu erkämpfen. Ne? Also. Anatol, so war es auch nicht gemeint. Was ich sagen wollte, war nicht, Frauen sollen Frauenpolitik machen und deswegen brauchen wir mehr Frauen, sondern wenn wir davon ausgehen, dass Frauen diesen Diskurs auf eine andere Art und Weise führen, eben egal in welchem Politikfeld, das hätte ich vielleicht dazu sagen können, dann verändert sich da auch dieser Diskurs, was eben auch dazu führt, dass mehr Frauen in allen Politikfeldern am Diskurs teilnehmen. Hätte man deutlicher machen können, ich meinte das, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dass der Ansatz zu sagen, wir brauchen eine Quote, damit wir mehr Frauen haben, damit uns mehr Frauen wählen, damit dann im Endeffekt nachher auch ja dann auch mehr Männer gewählt werden, die dann ja auch dadurch Macht bekommen, dass dadurch, wenn jetzt Frauen gewählt werden, insgesamt mehr Menschen dann gewählt werden, völlig falsch ist, weil es muss tatsächlich darum gehen zu sagen, dass diejenigen, die in einer Position sind, in der sie die Möglichkeit haben, die bestehenden Systeme irgendwie zu verändern, kapiert haben, warum sie sie verändern, und zwar nicht darum, damit sie selbst für sich persönlich gerade die beste Macht herausreißen. Das ist natürlich im ersten Moment immer ganz sinnvoll, das zu tun, aber ich glaube, dass man gucken sollte, dass es um den gesamtgesellschaftlichen Wohlbefinden und Machtaspekt geht und nicht um die Machtdefinition, die wir momentan gerade haben, als Machtdefinition. Und dabei helfen solche
Begründungen wie, wenn wir eine Quote haben, wählen uns mehr Menschen und damit bekommen auch die Männer hier mehr Macht, überhaupt nichts. Und ich glaube halt, dass es tatsächlich, ich weiß noch nicht wie, es muss irgendwie dazu kommen, dass tatsächlich auch mehr Frauen auch allgemein in der Partei repräsentiert sind und dass es für diese Frauen die Möglichkeit gibt, dass, ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Trauen oder was auch immer, sich wählen zu lassen, und dabei kann sicherlich eine Quote einen Schutzraum bieten, wobei ich nicht glaube, dass bei den Grünen das unbedingt so ist, dass dann die Männer die Frauen dazu anleiten, sich doch auch aufstellen zu lassen, sondern es ist tatsächlich mehr ein Drängen und ein gedrängt werden und mach, wir brauchen jetzt irgendeine Frau. Und das ist dann ein Reduzieren auf genau das Geschlecht. Das ist einfach nur unangenehm, wenn man da steht und gewählt wird, weil man weiß, man wird gerade gewählt, weil man weiblich ist. Das ist super scheiße, sowas. Ich würde auch die These aufstellen, dass das irgendwie gar nicht die Verhältnisse ändert, nur wenn auf einmal Frauen sich in dieser männlich geprägten Struktur zurechtfinden, sondern eigentlich ist die Änderung, die vollzogen werden muss, dass da, dass die Struktur eine weiblichere Haltung braucht, sozusagen. Also dass diese Struktur, diese männliche Prägung abbauen muss, um mal quasi nicht so den radikalen Wir-ändern-alles-Ansatz zu fahren, sondern innerhalb der Struktur versuchen, was zu ändern. Und dass dieses Machtpolitische, dieses bezogen auf Machtakkumulation, auf irgendwie sich da durchsetzen, und wir müssen wir ändern nicht diese Durchsetzungs- und Ellenbogenkultur, sondern wir versuchen da irgendwie kleine Lücken für Frauen zu machen. Ich glaube, das ist nicht der eigentliche Weg, den man gehen möchte, sondern die Quote kann ein Werkzeug sein, einerseits die Verhältnisse auszugleichen, aber auch die Struktur drumherum muss sich ändern. Und eigentlich hat Antje Schupp heute dazu alles schon in ganzer Weite gesagt. Ich glaube, sie wollte auch die ganze Zeit schon was sagen, deswegen lasse ich sie mal. Ja, ich wollte noch sagen, dass die Quote halt oft dazu benutzt, instrumentalisiert wird, um die Organisation, die sie einführt, zu stärken, zu verbessern, für kapitalistische Zeiten fit zu machen. Das sieht man ja ganz klar im Bezug auf die Diskussion über Quoten in Aufsichtsräten zum Beispiel, wo ja ein Hauptargument ist, dass Unternehmen mit quotierten Führungsgremien mehr Profite machen, also besser. Und das wäre ein Argument, was ich ablehnen würde, weil ich würde sagen, die Aufgabe der Frauen ist es nicht, die Piratenpartei zu retten oder die Unternehmen profitabel zu machen. Aber ein Argument für die Quote wäre vielleicht, dass Männer sich dafür interessieren, was Frauen zu sagen haben. Also wir möchten eine andere Art von Politik, wir möchten irgendwie Sachen verändern und glauben, dass es spannend wäre, da Frauen dabei zu haben, weil wir uns dafür interessieren, was sie sagen. Und dieses Interesse ist für mich das Entscheidende. Und ich glaube, das Interesse an dem, was Frauen zu sagen haben, ist auch eine große Motivation, dann dort tatsächlich mitzuarbeiten, weil ich dann nicht mehr in der Position bin, dauernd mich rechtfertigen zu müssen oder in der, die jetzt da unterstützt werden muss, weil sie zu schüchtern, zu scheu oder was auch immer ist und für die man Schutzräume schaffen muss. Nee, ich bin da, weil die Leute, die sozusagen da auch sind, sich für das, was ich zu sagen habe, interessieren. Und das wäre, glaube ich, eine gute Haltung. Und das wäre aber für mich auch erst nochmal die Frage, wie viele von den Männern in der Piratenpartei jetzt interessieren sich denn wirklich dafür, was Frauen sagen? Also das ist Aufgabe. Antje, direkt zu dem, was du gerade gesagt hast. 2009 oder 2010 war das Lena, die damals speziell für Schutzräume für Frauen in der Piratenpartei plädiert hat, was dann natürlich in Stumpf und Boden geredet wurde, in Grund und Boden. Aber mich würde tatsächlich interessieren, wie stehst du dazu? Na, schönen Dank, jetzt klingt das Telefon. Also es kam irgendwie vorhin raus, so eine Partei ist und durch von Männern kreierte Organisationsform, wo eben auch irgendwie so von aus sich heraus auch immer Männer nach oben gespült werden. Braucht es diesen Schutzraum für Frauen vielleicht doch, oder gab es da vielleicht auch schon entsprechende Studien oder Untersuchungen oder einfach Feldversuche, wo Frauen sich einen Raum, eine Organisationsform, wie auch immer, nach ihren
Bedürfnissen und nach ihrem Willen geformt haben, um den dann auszuprobieren? Und wie ist es ausgegangen? Also wo könnten wir uns hinbewegen, dass es für Männer und Frauen gleichermaßen attraktiv ist, allein in einer Organisation tätig zu sein, um dann politisch auch aktiv mitwirken zu können? Der Unterschied jetzt zwischen Lenas Intervention und meiner war, dass sie in der Piratenpartei ist und ich nicht. Also die Frage ist ja auch, was für will die jeweilige Frau, wenn ich sage, ich bin begeistert von dem Projekt Piratenpartei und weiß sowieso schon, dass ich mich da engagieren möchte, dann schlage ich vielleicht vor, so einen Schutzraum zu machen oder eine Mailingliste, und das ist ja auch völlig okay. Das sind ja die Frauen, die das entscheiden, dass sie das wollen, die das entscheiden. Ich spreche jetzt aus einer Position einer, die nicht in der Piratenpartei ist. Für mich würde mich sehr über die Frage erstmal stellen, will ich mich da engagieren? Und das war jetzt auch die Perspektive. Also ihr müsst ja nicht die Frauen motivieren, die jetzt schon in der Partei sind, sondern es geht ja darum, die zu motivieren, die nicht drin sind oder die bisher vorgehalten. Ja, nee, genau. Also sag mal, für mich würde, dass da ein Schutzraum ist, nicht ausreichen als Motivation. Na, weil so. Ich bin ja der Meinung. So. Ganz kurz nur hinten, war vorher, aber wenn es jetzt direkt dazu ist. Ja, also ich wollte auch direkt dazu was so? Sagen zu der ganzen Diskussion, die schon läuft, aber konnte ich nicht sehen. Wenn wir jetzt dauernd direkt dazu anfangen, dann werden wir eine Seitenlinie haben, die irgendwie alles andere. Lena hat vorhin eigentlich ein ganz gutes Beispiel gebracht, nämlich das mit der Rolltreppe. Und da sehe ich hier eigentlich auch das Problem. Wir reden hier, oder es reden jetzt sehr viele Männer darüber, was wir ändern könnten, damit Frauen sich mehr in der Piratenpartei engagieren. Ich habe eigentlich von den Frauen vermisse ich, was ihnen fehlen würde, um sich mehr zu engagieren, dass jemand das mal sagt. Weil ich glaube, es ist hier niemand drin in diesem Raum, der sagt, wir wollen nicht, dass Frauen irgendwas tun. Aber als Antwort kriegt man eigentlich nur die Quote. Und ich glaube nicht, dass die Quote unbedingt das Allheilmittel ist für alle Probleme. Ich wollte noch was zur Quote sagen. Wenn man sich Parteien mit der Quote anguckt, die Grünen hatten wir gerade eben, oder auch die SPD, die sagt, ja, wir haben doch eine Quote, wir haben doch 50% Frauen im Vorstand oder in der Fraktion oder sowas. Die Formen sind trotzdem die Männer. Die Frauen machen dann Frauenpolitik, Geschlechtergleichstellung, Integration, alles Mögliche, Schöne, liebe Nette, aber die vorne sitzen, Vorsitzende, Bürgermeister und so weiter, sind dann trotzdem die Männer. Und ich glaube nicht, dass diese Erfolge zeigen, dass die Quote ein Erfolgsmodell ist. Ich sage aber auch nicht, dass ich eine Idee hätte, was man tun könnte. Deshalb frage ich ja gerne die Frauen, dass ich eine Idee hätte, was man denn tun kann oder müsste, konkret. Mareike und dann hinten letzte Reihe. Schön, dass ich gefragt werde. Hier, Frau. Ich finde es allein schon schwierig, hier ans Mikro zu kommen gerade, weil irgendwie ganz viele Männerhände nach oben gehen und ich den Moment verpasse, wo ich eigentlich was sagen wollte. Und dann heißt es die ganze Zeit, ja, direkt darauf. Also ich glaube auch, nee, ist kein Problem. Nee, ich meine nur, in der Gesprächskultur bildet sich das auch wieder ab. Und das merke ich gerade. Also ich wollte hier an mehreren Stellen was sagen und kam nicht dazu, weil ich es irgendwie verpasst habe. Und ich glaube, das zieht sich durch, das zieht sich in dem Moment durch, wo wir politisch handeln, in einem Landesvorstand, wie mit uns umgegangen wird, das zieht sich dahin, dass Frauen in der Presse ganz anders dargestellt werden, die Politik machen. Ich habe ein 1,5 Stunden Interview mit Marina Weißband gesehen, in dem es, ich glaube, eine Stunde darum geht, wie sie als Frau in der Presse dargestellt wird. Und das ist ganz gruselig. Also am Anfang ständig auf ihre Klamotten eingegangen und wie so toll sie ist und wie hübsch sie ist und wie klug sie ist, aber keinerlei Inhalte. So, wow, tolle, schillernde Frau. Mehr war da nicht. Ja? Und ich glaube, das ist so ein Problem, das zieht sich wirklich ganz groß durch unsere Gesellschaft. Da habe ich doch gar keinen Bock, als Frau irgendwie mich einzubringen. Also, weil wenn nie darauf geachtet wird, was ich zu sagen habe, warum sollte ich es tun? Warum sollte ich es tun? Ja? Und es ist halt gerade in der Politik der Fall. Nein, ich wollte weitergehen.
Ich wollte kurz darauf hinweisen, wir haben noch, glaube ich, 3 Minuten, bis unser Slot offiziell zu Ende ist. Ich finde es gerade lustig, wie sich es entwickelt. Also wir haben, eigentlich war das jetzt statt einem großen epischen Vortrag mehr so ein Impuls. Es gibt sich gerade eine Debatte und mein Vorschlag wäre, noch einen von den Barcamp-Slots vielleicht mit dieser Debatte zu befüllen. Sonst sitzen wir heute Abend noch da und die nächsten Vorträge müssen ausfallen. Das ist jetzt vielleicht blöd für Leute, die jetzt nicht mehr drankommen, aber ich denke mal, die Debatte muss geführt werden. Ich spüre gerade so einen Impuls, dass dieser Willen, diese Debatte zu führen, da ist und wieso nicht an der Stelle gleich was Produktives weitermachen und vielleicht kommt am Ende noch was bei raus, wo wir uns über freuen. Ja. Genau. Ja. Also vor allem auch, weil jetzt gerade die Forderung nach einer Pause da ist. Ich denke, wir machen nachher einfach nochmal, wir ergänzen den Slot als Barcamp-Slot nochmal dazu und bieten das an und gehen dann nochmal mit euch in die Diskussion. Genau. Vielen, vielen Dank für die großartige Diskussion bisher und ja. Ich freue mich auf den Rest nachher. Auch wenn wir ein bisschen gescheitert sind an der Moderation, wie wir gerade bemerken, aber ja, danke fürs Kommen.